Oh nein, oh Mann, ey. Okay, auf den Schalter diesmal drauf treten. Ich vertraue dem Spiel einfach nicht mehr. Das war wieder Pro-Gaming vom Feinsten. Was so, was? Die Seele wird jetzt ihr Bett aufsuchen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Schlaf gut, liebe Seele. Und wir schreiben dann einen und dann einen angenehmen Tag vor allem bei der Frühschicht und so. Und schlaf gut und schöne Träume. Und spiel niemals dieses Spiel hier. Puh. Eieieiei. Obwohl doch Spiel, es macht echt Spaß. Es ist ziemlich geil. Oh, Gott sei Dank. Oh. Frau Seelenlicht. Das ist technisches K.O. Segel gewinnt. Ja, eben schon. Ja, vielen Dank. Schlaf schön. So, einer geht und ich falle. Das war Absicht. Oh, bitte lass die Schnecke weg sein. Ich will das mit der Schnecke. Ach, Gott sei Dank. So, wie kommen wir denn jetzt? Was machen wir? Jetzt müssen wir zurück wahrscheinlich. Bye bye. Gute Nacht. Okay. Können wir jetzt ja eigentlich nur warten, bis die Säge zurückkommt und dann versuchen drüber zu springen. Und dann weglaufen. Springen, laufen, laufen. Springen. Oh. Lauf, 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 lauf. Und, ah, okay, warte. Da müssen wir natürlich mal. Das ist, nee, das geht so nicht. Das muss noch tiefer. Oh, das gibt's doch nicht. Irgendwie nicht so. Okay, das Ding schwingt von selber. Ich dachte, man müsste das in Schwingung bringen, aber das schwingt von alleine. Das wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich's. Okay, warte. Jetzt müssen wir es erst zum Schwingen bringen, aber gleich ist es dann. Wenn es einmal schwingt, dann schwingt's. Ja, wie bei Fluch der Karibik hier. So, pass auf. Wenn das jetzt schwingt, dann müsste es ja jetzt eigentlich wieder hochgehen. Ohne dass ich rüberlaufen muss. So. Ja, ich glaube, da sind wir aber. Können wir auf jeden Fall rüberspringen. Oder auch nicht. Ah, okay, warte. Das müssen wir dann wahrscheinlich auch anschieben. Mein Gott. So. Und nochmal. So, warte, reicht das schon? Nee, das reicht noch nicht. Jetzt bringe ich das ganze Ding wieder durcheinander. So, noch einmal und dann müsste das aber eigentlich reichen.
Doch, doch, sieht gut aus, sieht gut aus. Und jetzt hoch, hoch, hoch. So, wunderbar. Und das kann man bestimmt ziehen hier. Ja, springen. Puh. Na, hey, wer ist denn da? Hi, Fabi. Alles klar bei dir? Wie geht's? So, wir spielen hier gerade Limbo. Ich weiß ja nicht, wie lange du schon dabei bist, aber scheinbar ja noch nicht so lange. Sehr witzig. Wir sterben die meiste Zeit eigentlich nur. Also, es geht hauptsächlich darum, irgendwie zu sterben. Also nein, eigentlich am Leben zu bleiben, aber naja, ich. Und die Hirnschnecken hast du schon verpasst. Aber da siehst du bestimmt gleich nochmal ein paar davon. Ich glaube, das waren noch nicht alle Schnecken. Schnecken checken. Schnecken checken. So, aber wie kommen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt hier? Ah, warte mal. Na, ich hätte vielleicht die Kiste mitnehmen sollen, ne? Das war jetzt nicht so clever von mir. Und vor allen Dingen, warum kann man das so ziehen? Guck mal, das kannst du ja auch. Warte mal, ich mach jetzt mal. Ich weiß nicht, wieso ich das tue. Ich tue es einfach. Ich stelle jetzt die Kiste drauf. Das muss. Schauen, wie lange ich bleiben kann mit dem Handy und weil Internet Schrott war. Oh! Das ist ja nicht so gut. Was ist mit deinem Internet los momentan? So. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, aber hey, wir müssen es mal ausprobieren. Bekommen einen neuen Anbieter. Jetzt muss ich 2 Wochen warten. Oh mein Gott. Was hast denn du vorher für einen Anbieter gehabt? Hä? Warte mal, wenn ich jetzt. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Was will denn die? Was will denn das Spiel von mir? What does this game want from me? Oh, da kommt was. Ach so. Okay. So, kein Plan, was damit los war. Hab die Schnauze voll, hab mir ein neues gesucht. 02. B02. Gibt es einen Anbieter, der heißt 02? Okay, das geht nicht. Eigentlich müsste ich ja das Ding erstmal. So, pass auf. Dann ziehen wir das hier hin. Müssten wir die Kiste da hochschieben können. Genau. Mit der Macht der Physik. So. Hoch und hoch. Ah, warte mal. Und wenn ich jetzt. Hier irgendwie wieder hochfahren. Das heißt, ich müsste erstmal den Hebel wieder umlegen. Ah, nein! Ah! So, komm runter. Ach so, du! Entschuldigung. 02. Natürlich, 02 macht total den Sinn auch einfach. Puh, so. Tarzan, Tarzan, Tarzan. So. So. Säge? Nicht gut? Gar nicht gut? Oh nein! Okay, jetzt können wir uns eh umbringen. Hallo? Oh, Alter. Dieses Spiel ist einfach so gemein.
So. Das scheint mir irgendwie keine gute Idee gewesen zu sein. Wie kriege ich denn die eine Kiste vor die andere? Oh. Ach so, warte mal, wenn die... Ah, okay, alles klar. Und dann wie wahrscheinlich mit dem hier? Ist ja voll mies. Kannst du nicht über den ersten Schalter rüberspringen? Doch, doch, aber wir müssen erst die erste Kiste da runterholen. Wie es mir scheint. So. Oh, das war zu knapp, das war zu knapp, das war einfach viel zu knapp. Kann man das denn anständig machen? Das muss doch irgendwie gehen. Aua! Menno! Nein, fall noch nicht, fall noch nicht! Vielleicht geht das aber auch so. Alter. Okay, Moment, ich muss mal was trinken gerade. Das ist ja blöd. Okay. Wie kann man das denn so machen? Wir müssen ja auch irgendwie auf die zweite Kiste hoch. Versuch's jetzt einfach nochmal. Das war schon wieder voll scheiße. Bescheuert. Das war zu früh, das war viel zu früh. Jetzt fällt mir das Ding gleich wieder auf den Kopf. Na! Das war doch fast genau so, wie ich es wollte. Menno. Komm hier, zersäbel mich. Mann, Mann, Mann. Ach, ey. Diese wertvollen Sekunden immer, das ist so ätzend. Ich muss ja da noch rum. Das okay. Endlich. Mann. Was für ein Arschlochspiel. Da war schon wieder irgendwas. Da hat sich doch was bewegt. Soll ich da mal hingehen? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich gehe lieber ins Helle. Sieht wieder sehr vertrauenswürdig aus hier. Hallo.
Alter, dieses Geräusch im Ohr zu haben, das ist so eklig. Das ist einfach so fies. Alles wird gut, alles wird einfacher. Das glaube ich dir ja irgendwie nicht. Ah, warte, wir spielen. Ah, wir spielen dieses Kinderspiel. Immer wenn der hochguckt, dann darf ich nicht. Darf ich mich nicht bewegen. Hab dich, du Sau! Lass mich runter, lass mich runter! Jetzt lass mich schon runter! Ich will hier runter! Oh. Ups. Entschuldigung. Dein Bein. Dann, ja. Schick. Alter, dieser Junge ist echt krass. Im Dunkeln wartete eine Trophäe. Aber nein. Ach so. Na, ich habe mich nicht getraut, ins Dunkle zu gehen. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass da eine Trophäe war. Oha. Gut. Was ist das hier? Ach so, warte mal, wenn ich das rausziehe, dann kann ich ja erstmal da drüber hüpfen. Genau. Mehr Insektenverstümmelung. Kinder, macht das nicht nach. Doch, macht es nach. Nein. Okay, das war natürlich jetzt nicht so clever. Da hinten die. Ja, okay, warte, ich muss halt. Muss ich erstmal die da hinten holen. Sonst bringt das ja nichts. Ich weiß zwar nicht mal, wofür wir das Teil brauchen. Kann man das denn bis hier nach drüben ziehen? Wunderbar. Wunderbärchen. So. Ich hätte gerne einen Reifen. Wofür auch immer. Oder ein Zahnrad, was auch immer das ist. Vielleicht ist es auch eine Säge. Ah! Nein! Jetzt kommt schon. Das gibt's doch nicht. Im Himmel.
Das kann doch nicht wahr sein. So schnell kann er doch gar nicht herüberspringen. Soll ich das denn machen? Oh. Jetzt habe ich sie ja vergeigt. Kriege gleich Zustände, ey. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Okay, keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal, ob man hier noch was. Kann man hier nichts anderes machen? Wahrscheinlich muss man das zuerst machen. Ah, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist voll ätzend. Hätte ich wahrscheinlich das andere Ding erstmal hinziehen müssen. Ja, aber egal, jetzt weiß ich, wie es geht. So. Leck mich. Leck mich, Spiel, leck mich. So, komm. Du Kackreifen. Oder was auch immer das ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht umsonst. Das wäre echt scheiße.